Deutschland ist für seine Backwaren und seine Brotvielfalt weltweit bekannt. Doch angesichts steigender Energiekosten ist die Branche massiv bedroht. Bäckermeister Tobias Exner aus Belitz in Brandenburg hat in seinen Filialen bereits effizientere Öfen installiert und erwägt sogar, bei niedrigeren Temperaturen zu backen. Das würde aber auf die Qualität seiner Backwaren gehen, sagt Exner. Eine Erhöhung der Preise will er seinen Kunden nicht zumuten. Im Moment haben wir natürlich die große Herausforderung der Energiebeschaffung bzw. die Preise für Energie auch bezahlen zu können. Ein Beispiel kann ich nennen, im März 2020 haben wir 2 Cent für die Kilowattstunde Strom bezahlt. Aktuell letzten Monat lagen wir bei 48 Cent. Dass diese Kostenexplosion nicht ohne Folgen für die Branche bleiben kann, liegt auf der Hand. Dabei ist das Backhandwerk gerade doppelt betroffen. Denn neben den Energiekosten haben sich auch die Kosten für Mehl und Öl drastisch erhöht. Der Zentralverband des deutschen Bäckerhandwerks fordert für kleine und mittlere Betriebe schnelle und unbürokratische Hilfe. Für viele käme diese aber schon zu spät. Es gibt Berichte, dass einzelne Bäckereien schon geschlossen haben oder angekündigt haben, den Betrieb aufzugeben. Wir haben Anrufe, die uns erreicht haben, in denen das angekündigt wurde. Ein paar Bäckereien haben das auch schon über die Medien bekannt gegeben und das gibt es. Brot gilt als ein Grundnahrungsmittel in Deutschland. Menschen wie die arbeitslose Gloria Thomas können sich schon jetzt ihr Lieblingsbrot nicht mehr leisten. Also ja, ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Sogar bei Aldi, mein Lieblingsbrot, jetzt 5,99 Euro, so ein Eiweißbrot. Ne? Ich gedacht, darf alles nicht wahr sein. Von den Entlastungsmaßnahmen der Ampelregierung ist das Backhandwerk bislang weitgehend ausgeschlossen. Wenn nicht bald Hilfe kommt, werden in Deutschland wohl noch viele Öfen ausgehen.